Ja. Noch 29 Mal schlafen. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Guten Morgen, ihr Lieben. Das sag ich auch nie, ne? Eigentlich sag ich mal Hallo, Leute. Oder Good Morning in the Morning. Ich habe jetzt hier den Kian. Meine Mutter läuft vorne. Ich begleite sie wieder zur Akupunktur. Und da wir kein Auto haben, müssen wir laufen, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber es nieselt jetzt. Ich hoffe nur, dass das nicht schlimmer wird. Oh mein Gott, was steige ich hier? Ich muss den Kinderwagen lenken mit einer Hand. So. Ja, ich hoffe nur, dass das nicht jetzt schlimmer wird und doller wird. Und meine Mutter ist halt vorgelaufen. Sie hat ja richtig heftig Rückenschmerzen und kann halt nur langsam laufen. Deswegen war sie schon vorgelaufen. Ja, anschließend geht es dann direkt weiter zu meiner Mutter. Und wir essen heute Kissen. Zum Frühstück gab es heute einen Shake. Ja, wir haben nämlich gestern beschlossen, dass wir eventuell doch in Urlaub möchten. Hä? I'm singing in the rain. Just singing in the rain. I'm singing in the rain and I'm not happy with the rain. Also, der Niesel hat ein bisschen zugenommen. Ich habe vorhin abrupt geendet zu filmen. Ich habe abrupt das Filmen beendet, weil meiner Mutter eingefallen ist. Ich habe die Decken für die Akupunktur vergessen. Da musste ich nochmal zurücklaufen, die Decken holen. Jetzt war ich ein bisschen bummeln mit Kian und laufe jetzt wieder Richtung Praxis. Und gucken, ob Mama schon fertig ist. Hi, Kian haben wir hier. Der hat schon ein Brötchen verdrückt. Ja, er hat eine neue Flasche bekommen, aber er weiß noch nicht so recht, wie er daraus trinken soll. Egal, das wird er noch lernen. Dann habe ich für Milan noch neue Aufsätze geholt für seine Zahnbürste. Dann gab es noch einen Quetschi, den hat er schon vernichtet im Rossmann. Und Zahnpasta von den Kindern war alle. Jetzt habe ich mal die L-Max genommen. Und den Kinderriegel habe ich auch für Kian gekauft, den er jetzt nicht sieht. Haha, hier ist ein Kinderriegel. Haha, hier ist ein Kinderriegel. Guck mal, hier ist ein Kinderriegel. Guck mal, hier ist er. Hier ist er. Guck mal, hier, Kinderriegel. Haha, haha. Na, jetzt hat er ihn gesehen. Meinst du ein Kinderriegel? Oh, hast du dir verdient, mein Schatz, weil du so lieb warst beim Einkaufen. Hm. Gut. Achimme. Achimme. Soll ich aufmachen? Okay. Sie da guckt sich gerade alte Videos an von unserem Urlaub. Da waren wir im Urlaub, ne? Guck mal, wie Papa sieht. Ja. Ja. Urlaub war schön. War das schön im Hotel, Lissila? Ja. Ja? Guck mal, diese Hose an dem Fahrrad. Willst du da wieder hin? Ja. Wir waren da gestern, ne? Letztes Jahr. Sagen wir es mal so. Was an der Missbeer im Armeo? Falls ihr Lust habt, die Urlaubsvlogs anzugucken, ich verlinke euch mal eine Playlist unten in der Infobox. Guten Morgen, Leute. Ich habe heute schon gefilmt, aber das Video kam gestern. Ich habe meine Putzroutine gedreht. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch in der Infobox am Ende des Videos und links oben in der Infokarte. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist nicht zu lang, aber ich habe das in zwei Teile gemacht. Und im nächsten Teil kommt dann die obere Etage. Kian hat schon seinen Mittagsschlaf gemacht. Kian, nein! Nein! Ich habe ihm Sonnenblumenkerne gegeben, also schon geschälte. Und er pustet die ganze Zeit in den Teller rein und dann fliegt das alles durch die Gegend. Ich habe gerade geputzt. Ich habe ja gesagt, das Putzen hält nicht lange an. Also sobald alle Kinder da sind, wird es hier wieder Chaos aussehen. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe ja gesagt, wir leben hier. Es ist kein Museum. Ich werde jetzt erstmal gucken, was ich kochen kann. Mein Bruder holt die beiden Kids ab vom Kindergarten um 14 Uhr. Wir haben es jetzt 12:30. Und ja, manchmal habe ich halt nicht so Rezeptideen und dann gebe ich einfach Yemek Tadifleri bei Google ein. Das heißt auf Türkisch einfach Rezepte. Und ich schreibe es auf Türkisch hin, weil dann kommen türkische Rezepte. Und dann gehe ich auf Bilder. Ich zeige euch das einfach mal. Und dann gehe ich auf Bilder und dann lasse ich mich hier halt gerne mal so inspirieren. Genau. Und dann gucke ich jetzt mal, ob ich kochen kann. Oh,
sieht also lecker aus. Ja, einen Moment, Schatz. Kia möchte Naturjoghurt essen. Aber. Ja. Ja, was? Ja. Nein. Ich hab dir das nicht gesagt. Kia. Okay, dann nicht. Dann nicht. Wie dann? Ja? Nein. Guck mal. Guck mal. Was? Was? Okay, warte. Dann machen wir das anders. Warte. Kia. Hier, dann mache ich den Becher ein bisschen leer. Hier, bitte schön. Ja? Er wollte es im Becher. Oh Gott, ich bin verrückt. Verrückt. Nein! Nein! Kian! Hallo, Kian. Ja. Mann. Mach jetzt Essen, okay? Nein. Tamanrolle. Kian hat nicht gegessen. Kian hat mit dem Joghurt gekämpft. Einen richtigen Fight hast du gemacht. Guck doch mal, wie du aussiehst. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Kartoffeln aufgesetzt. Die werde ich unter die Köfte mischen. Ich habe keine Ahnung, ob das schmeckt. Habe ich noch nie gemacht und ich mache das jetzt einfach mal so improvisiert. Hier habe ich einen Topf, da ist unten Wasser und hier ist es halt so, da kann man halt Gemüse richtig cool garen. Habe ich mal von meiner Mutter bekommen. Der Topf ist von WMS. Ich glaube, das ist so eine türkische Marke, sowas wie... Nicht WMS, VMS, sowas wie WMF hier in Deutschland. Und da sind jetzt ein paar Möhren drin. Dann kommt da noch Brokkoli rein. Oh. Dann kommt da noch Brokkoli rein. Denn ich möchte so einen Brokkoli-Salat machen. Das heißt, Möhren und Brokkoli schön würzen und dann so eine Knoblauch-Joghurtsoße drüber. Und darüber dann nochmal so eine Tomatensoße aus Paprikamark. Tomatensoße aus Paprikamark. Egal, ich zeige euch das dann, was ich meine. Also so eine rote Soße einfach. Nase putzen. Wie siehst du denn aus? Nase putzen. Nase putzen. Nein, ja, wow. Sag mal. Nee, ich finde das auch nicht schön, aber das sieht nicht gut aus. Fertig. Sag mal. Jetzt gemacht. Der Brokkoli und die Möhren sind gekocht, die kühlen jetzt ab. Da kommt eine Joghurtsoße drüber, da ist eine Knoblauchzehe drin, Salz, Pfeffer und einfach Joghurt. Das kommt dann da drüber und da drüber kommt dann das. Das ist einfach nur Öl und mit dem hier vermengt. Normalerweise hatte ich ja gesagt, nehme ich das Hausgemachte, aber das ist alle und deswegen habe ich jetzt das genommen. Das kommt auch da drüber. Dann habe ich hier Wildkräutersalat, der war in der HelloFresh Box. Den werde ich jetzt einfach nur mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Balsamico-Essig verfeinern. Dazu gibt es gleich noch gebratene Champignons, Zwiebeln und dann Tomaten. Das kommt dann in die Pfanne. Das Fleisch ist im Backofen, das bleibt da jetzt auch noch einen Augenblick drin. Und dann würde ich sagen, haben wir ein voll leckeres Menü. Also diese Konstellation habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ja, das alles andere habe ich ja eigentlich erklärt. Das brauche ich, glaube ich, nicht reinschreiben, weil sich das eigentlich von selbst erklärt. Also dieser Brokkolisalat und so jedenfalls. Ich habe deine Jacke aufgehangen, ja. Und warum isst du bitte nur den Ketchup? Du sollst auch das Fleisch essen.
Das ist nicht dein Pascha, Isila. Das ist Abis. Mhm. Hi. Mama. Hi. Mama. Oh. Ich richte die Kamera auf dich, schon wird das Bild unscharf. Normal, das kenne ich von unseren Bildern. Zu wenig Pixel für mich. Mama, was nimmst du Wasser? Was denn Wasser? Sie freut sich schon auf Hotel. Seit gestern sagt sie, wann fahren wir in Urlaub? Nee, im Wasser. Ja, ich weiß, was du meinst. Was meinst du? Dann gehen wir zu Wasser. Ins Hotel meinst du? Ja. Noch 29 Mal schlafen. Nee, noch 30 Mal schlafen. Ja. Ja, ein bisschen. Und dann wollte ich mit. Oh ne. Kehr nicht aus, ne? Mach Echo. Der isst die Stifte. Die sind zum Malen, nicht? Zu essen. Guck ich mal, ich esse es auch nicht zu. Wo sollst du denn hin? Ich habe gerade überlegt, du bist ja noch dran, ne? Ich soll, das sind 4,5 Stunden fahren. Er meint, du kannst, das ist eigentlich eine Tagestour, sagt er. Wow, zeig mal. Wow. So geht das denn nicht? So geht das nicht? Anne, das geht auch nicht. Doch, muss man ein bisschen drücken und fahren. Zeig mal. Den Glitzer. Du darfst auch auf den Glitzer malen, ja. Du hältst den Stift aber falsch, Schatzi. Halt den mal bitte richtig. Warte, ich zeig's dir. So. Wie hält man den Stift? So, ne? Mhm. So, ja, genau. Ein bisschen weiter unten noch. Ja, genau, super. Toll. Und jetzt kann ich auch hin. Guck mal, hier können wir auch deine Stifte reintun. Wer ist das? Elsa und Anna. Mhm. Sie sagt immer Elsa und Anna statt Anna und Elsa. Aber es ist dasselbe, ne? Mhm. Anna und Elsa, Elsa und Anna. Hier rein tun, mein Schatz? Ja. Und die Stifte. Wir müssen mal neue Stifte kaufen. Ja. Wir könnten auch mal neue Stifte kaufen. Okay. Lass mir das da rein. Nee, erst malen und dann kann das da rein. Ich mach nur diese hier schon mal rein. Aber ich habe das schon noch nicht gemalt. So, man verabschiedet sich. Echt? Mhm. Ich war ja ein paar Tage, wie lange war ich arbeiten jetzt? 10 Stunden. 10 Stunden war ich arbeiten. Ja. Und jetzt? Vielleicht normal, ne? Ich wollte mich eigentlich verabschieden. Also, du hast morgen eine Ferntour. Serki hat morgen ausnahmsweise mal eine Tour, wo er morgen nicht nach Hause kommt. Das heißt, du kommst, warte mal, du fährst morgen, wann fährst du los? Ja, morgen so gegen 13, 14, 15 Uhr spätestens. Hä? Bist du vormittags zu Hause? Nein. Nee, ich meine, wann du aus dem Haus gehst. Morgen früh um 7 Uhr. Um 7 Uhr. Na, hast du aus dem Haus? Um 7 Uhr muss ich in der Firma, 6.30 Uhr. 6.30 Uhr. Ja. Kommst nicht nach Hause und erst am nächsten Abend dann. Donnerstag dann, ne? Donnerstagabend. Ja, ausnahmsweise. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Er hat sich freiwillig gemeldet. Das Wie kann man sich freiwillig melden? Kann man schon mit Recken, ne? Nein, es ist so... meine Firma hat mich gefragt, ob ich Bock habe. Habe ich gesagt, nein, aber Zeit. Ja. Ne? Und da die Firma mir ja auch immer entgegenkommt mit allem drum und dran, ja, habe ich gedacht, ja, mach ich das jetzt mal. Mach ich das, ne? Ich lasse ja niemanden hängen. Die lassen mich ja auch nicht hängen. Ne? Ja. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ist. Lassen die Leute auch euch hängen? Heute habe ich echt einen Clown gefrühstückt, Leute. Weil seitdem ich heute unterwegs bin, ich habe irgendwie voll gute Laune. Und
Fliege. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich glaube... Da ist noch eine. Echt? Zwei. Guck mal, oh, da an der Tür. Die dürfen nicht zusammenkommen. Egal, erwähne mich mal, ich möchte weiter drauf bleiben. Die Sonne scheint gerade schön auf meinem Gesicht. Die Sonne scheint auf dein Gesicht? Die Sonne scheint gar nicht. Guck dir, guck mal, die... Groß. Die werfen mit einer Fliegenklatsche. Naja. Entschuldigung. Soll ich mit dem... Hey, das wird immer besser. Wissen die Zuschauer, was hier passiert ist? Nein. Soll ich denen das sagen? Wieso? Ist das ein Geheimnis hier? Nein, ich wollte sagen, ich war Ping-Pong spielen. Hm? Ich bin jetzt auf Mission. Ja, das ist schon besser geworden hier. Tot! Tot, Mann! Ist die tot? Yes. Wir töten hier keine Fliegen. Die ist nur betäubt. Ja? Wir machen gleich Herzmassage. Alles locker. Draußen vor der Tür und dann lassen wir sie wieder frei. Die Fliegenklappe ist... Ja, das ist eine Betäubungsklatsche. Da ist nur eine Betäubung drauf. Ich weiß nicht, ob ich die gekriegt habe. Und wenn wir sie gekriegt haben, landen die da rein. Ne, wird gleich geasche, Asche zu Asche, Gold zu Gold. Das ist voll die geile Fliegenklatsche so. Ja, richtig geil, ne? So, da war er leer, der Akku. Oh, nicht diese eklige Fliegenklatsche in mein Gesicht. Oh. Ich wollte nur Tschüss sagen, jetzt zum fünften Mal. Also, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Thinking of what's lost here, but I don't wanna lose.